Im Grunde wissen wir ja schon lange vom Klimawandel. Also das ist beim besten Willen nichts Neues. Wir wissen, er ist real. Wir wissen, wir sind die Ursache. Wir wissen, er ist gefährlich. Wir wissen auch, die Fachleute sind sich darüber einig. Aber, und zum Glück, wissen wir ebenfalls, wir können noch was dagegen tun. Ich treffe mich heute mit Georg Teutsch, dem wissenschaftlichen Leiter des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, um genau darüber zu sprechen und mal zu schauen, woran die Wissenschaft in dem Bereich gerade arbeitet. Also meine Überlegung für den Film war jetzt, dass das Umweltforschungszentrum ja den Blick auf die verschiedensten Ökosysteme hat. Und ganz viele Ökosysteme sind ja direkt betroffen durch die Auswirkungen des Klimawandels. Ich habe mich also gefragt, ob wir uns vielleicht einfach ein paar Beispiele anschauen können und mal drüber sprechen, wie wir uns aus wissenschaftlicher Sicht am besten an den Klimawandel anpassen. Anpassung auf jeden Fall, ganz wichtig. Man muss es aber immer zusammen sehen auch mit Vermeidung. Das ist jeweils die eine und die andere Seite derselben Medaille. Ja, ja. Und gerade die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass wir um die Anpassung auch nicht herumkommen. 2018, 19, also 20, drei Jahre in Folge eigentlich zu trocken, ne? Ganz genau. Und das betrifft Wassersysteme, Waldsysteme, Landwirtschaft. Und auch den urbanen Raum. Ja, es ist eigentlich ironisch, dass es dann heute regnen soll. Das ist gut so. Nach einem trockenen Sommer auf jeden Fall wichtig. Und wir werden ja nachher auch an der Talsperre, an der Rappbode-Talsperre hinfahren und werden sehen, welche Auswirkungen gerade diese Trockenheit hat und wie man sich vielleicht da auch für die Zukunft rüstet. Mitten im Harz liegt Deutschlands größte Trinkwassertalsperre. Sie versorgt Menschen bis östlich von Leipzig mit 40 Millionen Kubikmetern Trinkwasser im Jahr, steht aber inzwischen vor einem Problem. Das ist Carsten Rinke, der mit seinem Team die Wasserqualität der Talsperre beobachtet und auswertet. Wir haben hier eine Messplattform installiert, mit der können wir eine Sonde in der Talsperre von oben nach unten absenken. Die durchfährt den Wasserkörper der Talsperre von oben nach unten und gibt uns Informationen zu unterschiedlichen Messtiefen. Das macht sie zwar ganz automatisiert, die Forscher nehmen trotzdem aber auch noch manuell Wasserproben. Die nutzen sie, um die verschiedenen Wasserschichten der Talsperre zu untersuchen, und zwar auf Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Nährstoffe und Leitfähigkeit und auf Algen und Bakterien. Wenn man rausguckt auf den See, sieht man schon den grünen Schimmer. Das ist sehr untypisch. Das ist eine Blaualgenentwicklung, die wir hier auf der Talsperre haben. Das haben wir seit 10 Jahren, machen wir die Messung, das haben wir seitdem noch nie gehabt. Dass die Oberflächentemperaturen steigen und sich die Algengemeinschaften dadurch verändern, das beobachten sie schon länger. Die neuen Blaualgen könnten aber noch ein Thema werden, denn sie produzieren Toxine, die unser Trinkwasser gefährden. Das ist im Moment noch kein Problem, denn die Algen wachsen nur oben, die brauchen ja Licht. Und das Trinkwasser wird in 40 bis 50 Meter Tiefe entnommen. Das ist also gut getrennt. Aber irgendwann geht diese Talsperre auch in die Durchmischung. Und dann ist die Frage, ob die Blaualgen zu dem Zeitpunkt noch da sind oder ob sie schon verschwunden sind. Im Zweifel kann die Situation auftreten, dass man sich entscheiden muss, auf welche Art man die Wasserversorgung trotzdem sicherstellt. Ob man zum Beispiel sogar gezielt das belastete Wasser aus den oberen Schichten ablässt und so das Trinkwasser schützt, was aber anschließend im Fluss unterhalb vielleicht zu Problemen führen kann. Das muss man sich immer vor Augen halten, dass jede Entscheidung im Grunde eine Priorisierung ist und damit auch wieder andere Nachteile einhergehen. Das interessiert uns sehr am UFZ, denn wir möchten gerne nicht nur ein Komplex, ein Sektor isoliert betrachten, sondern wir möchten das Gesamtsystem betrachten, damit man eine gute Entscheidung treffen kann, weil eben jede Entscheidung auch auf einem anderen Gebiet wieder zu Nachteilen führen kann. Das ist das, was ich vorher schon meinte, dass solche Entscheidungen eben immer Priorisierungen sind und wir in Zukunft solche Entscheidungen häufiger treffen müssen und im Grunde müssen wir sie vorbereiten. Wir brauchen jetzt einen Plan, was machen wir, wenn der Notfall eintritt, damit wir den Plan aus der Schublade ziehen können und ihn einfach anwenden und nicht erst lange überlegen müssen und mit 1000 Leuten sprechen müssen, wie die damit umgehen. Was macht das Kraftwerk, wenn das Kühlwasser nicht mehr ausreicht zum Beispiel? Wir brauchen dafür Pläne. Und um diese Pläne zu machen, brauchen wir Informationen, wie denn die Zukunft aussehen könnte. Und das ist ein großer Teil unserer Arbeit zu erarbeiten, zu
darzustellen, zu übersetzen, was macht der Klimawandel, die Veränderung der meteorologischen Randbedingungen, was macht das mit dem Abfluss aus einem Einzugsgebiet, mit der Wassermenge und Wasserqualität in der Talsperre, mit den Organismen unterhalb im Fließgewässer oder mit den Kläranlagen und den angeschlossenen urbanen Räumen. Ja, wir müssen das übersetzen, um eine Vorstellung zu haben, welche Situation uns erwartet. Und dann können wir auch einen Plan machen. Das ist unsere To-Do-Liste für die nächsten Jahre. Ja, wir haben an der Talsperre die Auswirkungen des Klimawandels gesehen. Und diese werden in Zukunft noch sehr viel mehr an Bedeutung gewinnen, weil die ja im Prinzip die Winterniederschläge, Frühjahrsniederschläge speichern und entsprechend im Sommer zur Verfügung stellen. Als Pufferspeicher, also saisonaler Speicher eigentlich. Als saisonaler Speicher, ganz genau. Und was wir jetzt aber anschauen werden, ist eben das Waldsystem. Mhm. Und hier geht es um einen ganz anderen, aber ebenso wichtigen Speicher, nämlich den Kohlenstoffspeicher. Und wir werden hier in einem Intensivmesssystem sehen, wie man das entsprechend quantitativ erfasst. Und wir haben hier auch einen Messturm. Und die Corinna Rebmann wird zeigen, was wir da alles machen. Viel Spaß auf dem Turm. Danke, und dann geht's hoch. Okay, ich bin erst so 4-5 Stockwerke hoch. Aber das ist jetzt schon ein bisschen höher, als mir lieb ist. Moin, moin. Ja, hallo. Das ist Corinna Rebmann, die als Meteorologin dieses Waldobservatorium leitet. Die Aussicht ist beeindruckend, ne? Krass. Wie hoch sind wir denn hier? Wir sind jetzt etwas über 30 Meter hier und der Turm ist insgesamt 50 Meter hoch. Ja, ein paar Meter können wir noch, wir oder? Wir noch, ja. Der Sinn dieser Station ist es, sich ein Bild über den Wasserhaushalt und die Kohlenstoffbilanz des Walds zu machen. So ein Waldökosystem, wissen wir, fixiert natürlich Kohlenstoff, gibt aber auch wieder Kohlenstoff an die Atmosphäre ab. Und diese Prozesse zu messen und auch wie diese Prozesse geregelt und gesteuert werden, das ist Hauptstück dieses Observatoriums hier. Dafür werden an der Station alle wichtigen Parameter gemessen. Unten im Wald die Bodentemperatur und Bodenfeuchte, die Sonneneinstrahlung und das Pflanzenwachstum und oben auf dem Turm die Sonneneinstrahlung, die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit. Aber das Herzstück dieser Anlage ist ein hochempfindlicher Gasanalysator und ein hochempfindliches Windmessgerät. Und diese Messungen sind ganz oben am Turm. In Kombination liefern die nämlich Aussagen darüber, wie viel CO2 der Wald aufnimmt und wie viel er abgibt. Also wie sein Stoffwechsel aussieht. Für seine Funktion als Kohlenstoffspeicher ist es natürlich wichtig, dass er mehr aufnimmt, als er abgibt. Wir müssen diese Prozesse kennen, um Vorhersagen dann auch ableiten zu können für die Zukunft. Das heißt, wir brauchen diese Daten, um Modelle damit füttern zu können, mit denen man dann halt auch in die Zukunft extrapolieren kann und Vorhersagen für die Zukunft machen kann. Genau. Mit der Modellierung kann man sich immer da helfen, wo man keine andere Information zur Verfügung hat, wo man von einzelnen Punkten, also viele Messungen finden an einem Punkt statt, in die Fläche kommen muss. Das ist Andreas Marx, Leiter des Mitteldeutschen Klimabüros und Kopf hinter dem Dürremonitor, einem sehr gefragten Informationssystem über den Bodenfeuchtezustand in Deutschland, das eben auch auf Modellierung basiert. Die Systeme, in denen wir arbeiten, das kann der Wasserhaushalt in Deutschland sein, das kann aber eben auch ein Waldökosystem sein, müssen wir im Modell nachbauen und müssen alle Prozesse, die tatsächlich stattfinden, im Modell mathematisch und physikalisch abbilden. Da die benötigten Rechnerleistungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind, ist es inzwischen möglich, sehr komplexe Modellsysteme zu entwickeln. Wir sind heute eben nicht nur in der Lage, Aussagen zum Wasserhaushalt zu machen, sondern wir können auch einzelne Bäume modellieren, aber eben nicht nur einzelne Bäume, sondern bis hin zu Milliarden Bäumen innerhalb von einem Modellsystem. Und genau das macht Andreas Huth, der nicht nur den gesamten Amazonas modelliert, sondern auch unseren Wald in Deutschland. Die Idee ist das Wissen, was wir haben über die Prozesse, die in einem Wald sich abspielen, dass wir das in Simulationsmodelle hineinstecken und dann können wir über einen längeren Zeitraum die Entwicklung eines Waldes simulieren. Das heißt, wir können versuchen, mit solchen Methoden Prozesse zu verstehen,
die vielleicht 100 Jahre dauern, wo wir keine Chance hätten, die im Experiment sozusagen zu realisieren. Denn wir wollen ja wissen, wie wir den Wald auf lange Sicht bestmöglich pflegen und vielleicht dafür auch umgestalten müssen, damit er weiter gesund bleibt und CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt und speichert. Also wir können verschiedene Wälder, wie es sie gar nicht gibt bisher, also mit neuen Baumarten, können wir zusammenstellen und können untersuchen, welche Waldtypen eher besser zurechtkommen mit dem Klimawandel und welche Waldtypen eben Schwierigkeiten hätten. So könnte man also zukünftige Wälder digital mal ausprobieren. Genau, das ist die Idee. Unsere Monokulturen, so wie wir sie seit vielen Jahrzehnten in Deutschland haben, sind nicht gut für die Biodiversität im Wald. Und man hat schon länger darüber diskutiert, dass man eigentlich artenreichere Wälder braucht. Mittelfristig hat man dadurch einen Wald, der, soweit wir das im Moment verstehen, auch der stabilere Wald ist gegenüber Extremereignissen. Ja, jetzt, nachdem wir die Modellierung gesehen haben und das Observatorium im Wald, gehen wir jetzt in Richtung Experimentierfeld für die Landwirtschaft. Mhm. Und da werden wir uns direkt anschauen, wie wir unterschiedliche Klimaszenarien der Zukunft abbilden wollen und schauen wollen, wie sich das auswirkt auf den Boden, auf die Pflanzen und letztendlich auch auf die Wasserqualität. Experimentell, das Klima der Zukunft. Ganz genau. Und das eine war ein Observatorium. Aha. Da beobachten wir die Prozesse. Ja. Und hier können wir sie auch ein Stück weit modulieren. Ah, hier kann also aktiv noch beeinflusst werden. Ganz genau. Denn was man hier im Hintergrund sieht, sind die Experimentierfelder der Global Change Experimental Facility. Eine Anlage, auf der untersucht wird, wie unsere landwirtschaftlichen Ökosysteme voraussichtlich so zurechtkommen werden. Dazu werden die konventionelle und die ökologische Landwirtschaft untersucht, die intensive Graslandnutzung wie auch die extensive Nutzung einmal durch Maat und einmal durch Beweidung. Diese 5 Landnutzungstypen werden dann einerseits dem zu erwartenden Klima ausgesetzt und andererseits dem heutigen. Und das jeweils 5-mal, um belastbare Daten zu erhalten. In die Ergebnisse fließt dann nicht nur ein, wie das Pflanzenwachstum sich verhält, sondern auch, wie es dem Boden geht. Vorsichtig und behutsam entlockt Martin Schädler dem Boden hier eine kleine Probe. Bodenleben ist in hohem Maße eigentlich davon abhängig, wie viel Wasser verfügbar ist. Also man kann sogar sagen, dass so ein Boden eigentlich fast schon ein aquatisches System ist. Das heißt, die ganzen Vorgänge spielen sich auf kleinen Wasserfilmen ab oder in kleinen wassergefüllten Einheiten im Boden. Und dort findet man auch die meisten Arten. Und es ist zum Beispiel offensichtlich der Fall, dass viele Arten, die für den Abbau der organischen Substanz im Boden verantwortlich sind, besonders stark unter der Trockenheit leiden. Gerade diese Arten sind aber wichtig, weil sie durch ihren Stoffwechsel die Nährstoffe im abgestorbenen Material wieder Pflanzen verfügbar machen. Man könnte sagen, die halten den natürlichen Kreislauf zusammen. Das heißt, diese ganzen biologisch getriebenen Prozesse im Boden kommen eigentlich zum Erliegen und damit auch eine Abnahme eigentlich dieser erwünschten Eigenschaften wie Bodenfruchtbarkeit, bessere Bodenstruktur. Die dunkle Farbe geht zurück letztendlich auf die eingelagerten Humusstoffe. Das ist Stefan Klotz, der sich damit beschäftigt, wie die Vegetation durch uns Menschen beeinflusst wird. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir Humus verlieren und dass dieser Boden, der tausende Jahre gebraucht hat, zu entstehen, degradiert und die Bodenfruchtbarkeit für die Zukunft abnimmt. Bisher konnten die geringen Niederschläge, die wir hier haben, noch abgepuffert haben, weil der Boden auch sehr gut Wasser speichern kann. Die Sache ist nämlich, dass diese Schicht kleiner wird. Zum Beispiel aufgrund von Erosion durch intensive Landwirtschaft, wodurch sich Trockenheit dann schneller bemerkbar macht. Ziel der Forscher ist also nicht einfach die Ertragssteigerung, sondern zu verstehen, wie wir diese Ökosysteme langfristig intakt halten können. Der Sinn der Sache ist, die komplexen Funktionen auch von Agrarökosystemen zu optimieren und nutzbar zu machen. Wenn man auf eine Funktion optimiert, verliert man viele andere Funktionen, die man letztendlich für die erste wiederum braucht. Also wenn ich eine Rechnung aufmache, was bringt mir diese Bewirtschaftungsform, dann kann ich nicht mehr in Zukunft einfach sagen, so und so viel Dezitonnen Weizen, sondern ich muss genauso sagen, so und so eine Kohlenstoffspeicherung, so und so eine Wasserreinhaltung und so weiter. Das sind alles gesellschaftliche Kosten, die in diesen Landnutzungstypen enthalten sind. Die Frage ist also, was wir tun können, damit unsere Böden auch in Zukunft noch fruchtbar und nutzbar bleiben. Ja, also wenn wir den Boden schonend behandeln, das heißt mechanisch wenig stören, wenig Pestizide einbringen,
dann ist die Chance, dass wir da eine funktionierende und diverse Fauna haben, größer als in einer sehr intensiven Landwirtschaft. Man hat jetzt ja auch gesehen, was insbesondere die trockenen Sommer angerichtet haben. Aber eben nicht nur aus der Perspektive der Landwirtschaft, Produktionsmenge, sondern eben aus der Multifunktionalität des Bodens, der ja Wasserqualität sicherstellen soll, Biodiversität, Humusbildung und natürlich auch die Produktivität. Weil die Dinge miteinander zusammenhängen. Genau, und die hängen eben so miteinander zusammen, dass wenn man nicht alles gemeinsam anschaut, läuft man natürlich in ein scheinbares Optimum, eben aber nicht in eine Gesamtperspektive rein. Ja, ein Optimum nur für einen Teil. Ganz genau. Und die Vorteile des UFZ ist, dass wir tatsächlich diesen Ansatz auch in anderen Bereichen, übrigens auch in der Stadt, dass wir dort tatsächlich auch wieder aus verschiedenen Perspektiven uns die Sachen anschauen. Und das ist etwas, was auf jeden Fall uns auch sozusagen in die Lage versetzt, etwas am Ende zu schaffen, was auch Akzeptanz hat. Das ist ja das Wichtigste, dass nachher das auch angenommen wird. Super wichtig. Ja, also die Stadt nimmt ja gewissermaßen den Klimawandel vorweg. Also die Stadt ist überwärmt gegenüber dem Umland. Durch die Überwärmung gibt es eine andere Atmosphärenschichtung. Dann akkumulieren sich Luftschadstoffe. Wir haben dann auch Winde, die dann Partikel aufwirbeln. Dadurch ändert sich die Luftqualität, was dann auch wieder zu Gesundheitseffekten führt. Um die Lage besser beurteilen zu können, entwickelt Uwe Schlink daher ein Stadtmodell. Und auch das braucht natürlich gute Daten als Grundlage. Die sind aber gar nicht so einfach zu bekommen. Also zum Beispiel hier in Leipzig haben wir 3 Messstationen und die repräsentieren natürlich nicht die Variation, die räumliche und auch nicht die zeitliche Variation in der gesamten Stadt. Darum hat sich sein Team was Besonderes überlegt. Sie verleihen mobile Sensoren an Freiwillige, die auf ihren täglichen Routen Messdaten einsammeln. Und zwar über Hitze, Lärm und Luftschadstoffe. Und dadurch wird also die gesamte Stadt dann auch recht gut abgedeckt. Und man hat deshalb dann wirklich gute Messungen, also eine gute Verteilung der Messpunkte über die gesamte Stadt. Das Modell so hoch aufzulösen und die Belastung einzelner Flächen zu kennen, ist wichtig, um sich dort dann auch für geeignete Anpassungsmaßnahmen entscheiden zu können. Also die Frage, muss man an dieser Stelle vielleicht bewässern, oder einen Park bewässern oder muss man entsiegeln mit Rasengittersteinen oder solche Dinge. Eine weitere Möglichkeit sind Gründächer, wie hier auf dem Forschungsgründach. Wir haben zum einen diese 4 verschiedenen Beettypen bzw. Dachtypen, also das Sumpfpflanzendach, das intensive Gründach, das Schotterdach als Referenz und das extensive Gründach. Und daran werden ganz unterschiedliche Sachen gemessen. Das ist Sonja Knapp, die sich damit beschäftigt, wie Städte unsere Umwelt verändern und wie wir unsere Städte in Zukunft gestalten müssen, damit auch die verschiedensten Arten damit zurechtkommen. Und nicht nur darum wird an Gründächern geforscht. Beispielsweise, was können Gründächer dazu beitragen, dass unsere Städte angenehm temperiert sind im Sommer? Auch geht es darum, wie Regenwasser genutzt werden kann, um es zum Beispiel in Kreisläufe einzubinden, um Vegetation zu bewässern. Und die Nutzung von Dächern als Gründächer hat natürlich den Vorteil, dass wir Fläche gewinnen. In dieser Innerstadt doch beschränkten Fläche, von der wir alle möglichen Sachen wollen, bieten uns die Stadt letztlich zusätzliche Spielfelder. Gleiches gilt übrigens auch für Stadtbäume, die auf wenig Fläche viel leisten. Sowohl ökologisch als auch von der Kühlungswirkung. Weil sie letztlich wie Pumpen funktionieren, könnte man sagen, die Wasser aus dem Boden aufnehmen und über den Stamm nach oben transportieren. Und dann, wenn der Baum seine Atmung betreibt, also Photosynthese betreibt, einen Teil des Wassers wieder über die Blattöffnungen, die hier unten auf der Blattunterseite sitzen, abgeben. Und dadurch entsteht Verdunstungskälte. Wenn aber im Boden nicht mehr genug Wasser drin ist, dann kann der Baum ja auch nichts mehr nachziehen und dann kommt auch nichts mehr oben raus. Also kann der Baum auch nicht mehr kühlen. Wenn wir unsere Städte an den Klimawandel anpassen wollen, dann brauchen wir zum einen Bäume und auch anderes Stadtgrün. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass es genug Wasser bekommt. Und dieses Thema beschäftigt auch Roland Müller, der das Ganze von der technischen Seite betrachtet. Wir haben in den letzten Jahren alleine
1500, in den letzten drei Jahren 1500 Stadtbäume verloren. Also Dürre, Trockenheit ist ja ein riesiges Thema. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir das Stadtgrün für die nächsten Jahrzehnte auch grün halten. Das wird nicht einfach. In seiner Forschung entwickelt er für Stadtviertel technische Ansätze, um Wasser- und Stadtnaturressourcen schon zu verbinden. Zum Beispiel im Quartier 416, ein neu entstehendes grünes Stadtviertel in Leipzig, das Platz für über 3000 Menschen bieten wird. Mögliche Lösungen für die Dürre werden dabei mit einem anderen Zukunftsproblem verknüpft. Das heißt, wir überlegen, wie wir mit den Extremwetterereignissen umgehen, also den Starkregen gezielt fangen und im Quartier speichern, zwischenspeichern, um ihn dann im Sommer bei den Dürreereignissen wieder gezielt für Bewässerungszwecke zu nutzen. Einen Ansatz dafür sieht er in blau-grüner Infrastruktur. Also ich kann beispielsweise mit den Gründächern das Wasser fangen und speichern. Ich kann mit den Baumrigolen Starkregenwasser in den Straßenabläufen greifen. Ich kann die grünen Innenhöfe nutzen, um auch verstärkt Regenwasser zu versickern und aber im Quartier zu belassen. Dieses abgefangene Regenwasser wird dann gezielt ins Grundwasser versickert, das hier nämlich sehr langsam fließt. So kann es bei Dürre wieder entnommen werden, ohne dem Grundwasserstand zu schaden. Und für uns ist das, wie gesagt, ein lokaler Wasserkreislauf, den wir optimieren, den wir dimensionieren wollen, den wir genau untersuchen müssen. Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten in der Stadt, sich dem zukünftigen, schon jetzt stattfindenden Klimawandel anzupassen. Es ist entweder zu viel Wasser oder zu wenig Wasser, Trockenheit, Hitze. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Zum einen mit Technik, das hat man ja auch gesehen. Aber natürlich geht es auch darum, dass sich die Leute in ihrem Verhalten entsprechend anpassen. Es ist ein sehr gesellschaftliches Thema. Absolut. Die Stadt ist nicht nur Technologie, logischerweise. Und da hat das UFZ natürlich auch mit den Sozialwissenschaften, die bei uns gut vertreten sind, die Möglichkeiten, das tatsächlich gesamtheitlich zu sehen. Und wenn wir doch so viele Ansätze, so viel Wissen, so viele Ideen haben in den ganzen Bereichen, das gilt ja auch für Wasser, für Forst, für Landwirtschaft. Was sind denn dann die nächsten Schritte? Ich meine, was machen wir damit? Dieses Wissen darf ja nicht alleine am UFZ bleiben. Das muss ja, ich sag mal, raus in die Breite, in die Gesellschaft. Wie gehen wir damit um? Naja, hier kommt der sogenannte Wissenstransfer in den Fokus. Wir haben zum einen Informationssysteme, Modelle, Bilder der Zukunft, wo wir auch zeigen, welche Technologien gegebenenfalls gut passen. Und dann kommt der Schritt, dass wir das tatsächlich mit denen, die betroffen sind, diskutieren, den sogenannten Stakeholdern, und dann darüber nachdenken, wie man das dann gemeinsam in eine Art Zukunftsperspektive entwickelt, die natürlich positiv auch besetzt ist. Das Thema muss ja Spaß machen, ja, dass eine Begeisterung irgendwie dafür entsteht. Ja, und es ist, Zukunftssicherheit zu schaffen, ist ja etwas Spannendes. Also das ist etwas, wo man einen Beitrag leisten kann, den man spürt, wo man sieht, dass das Ergebnis der Wissenschaft auch angenommen wird. Also es macht Spaß. Und ich glaube, wenn wir alle so mit Begeisterung und Optimismus konstruktiv an die Sache rangehen, dann sollten wir das mit dem Klimawandel doch wohl noch irgendwie hinkriegen.